Ja, hier stehe ich jetzt im Gewerbegebiet Frexer Teich zwischen Roden und Frexen gelegen. Im Hintergrund ist die einzige Autobahnauffahrt, die wir in Waldeck-Frankenberg haben und das Gewerbegebiet beweist, wie wichtig es ist, funktionierende Infrastrukturanbindung zu haben. Wir haben hier in den letzten Jahren vieles erreichen können durch die nahen Wege zur B252, aber insbesondere auch zur A44. Ich habe auch im Verkehrsausschuss für die verkehrliche Anbindung Nordhessens einiges in den letzten Jahren erreichen können. Würde mich sehr freuen, wenn ich mit Ihrer Unterstützung am 24. September auch in den nächsten Jahren im Verkehrsausschuss weiter für die Infrastruktur in unserer Region kämpfen könnte, damit es an vielen Orten so vorangeht wie wir im Frexer Teich.